Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nox und wir spielen Dragon Age Awakening. Es ist eine Erweiterung zu dem Spiel Dragon Age Origins aus dem Jahre 2010, wurde von BioWare entwickelt und der Publisher ist mal wieder Electronic Arts. Und seit Origins sind, soweit ich weiß, 6 Monate im Spiel vergangen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Andere Kampagnen, da nehme ich Dragon Age Awakening. Neuen Charakter erstellen, aus einem anderen Modul importieren. Nein, ich nehme meinen alten Charakter, dann erzählen wir seine Geschichte weiter. Das finde ich ganz gut. Fortgeschritten, Ostagar, nee, ich nehme den Epilog. Importieren. Der Tod des Erzdämons bedeutete den Sieg über die Verderbnis. Aber die dunkle Brut verschwand nicht einfach. Ein Großteil der Horde zerstreute sich in den Küstenstrichen nördlich von Denerim. Und zerfiel dort in verfeindete Stämme. Die dunkle Brut suchte sich Verstecke und fiel über die Bewohner der Region her. Sie stürzte ins Chaos. Als neuer Kommandant der Wächter Fereldens müsst ihr den Orden wieder aufbauen und der Bedrohung Einhalt gebieten. Ihr seid in Amaranthin, um euch in Vigils Wacht mit dem Rest der Grauen Wächter zu vereinen. Dass euch niemand willkommen heißt, als ihr euch eurem Ziel nähert, deutet allerdings darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Nanu, wo sind die Wächter, um uns willkommen zu heißen? Hier stimmt etwas nicht. Schnell, Kommandant! Oh oh. Okay. Wir sind im Spiel. Wie ihr wünscht. In die Schlacht! Gut, ich bin dabei! Ihr seid es, der Held von Ferelden, dem Erbauer sei Dank. Wie ist das passiert? Ich weiß es nicht. Sie kam einfach aus dem Nichts. Wir haben die Schreie der Sterbenden gehört. Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte, direkt in diese... Ihr müsst ihnen helfen. Bitte unternehmt etwas. Wie zahlreich ist die dunkle Brut? Ich weiß es nicht. Es sind Hunderte. Die Wächter haben sie erst gespürt, als es schon zu spät war. Sie waren plötzlich überall. Ich versuche, Hilfe zu holen. Auf der Straße müsste eine Patrouille sein. Okay. Wir haben nicht viel Zeit, Kommandant. Wo genau sind wir hier eigentlich? Das hier ist Vigils Wacht. Die Festung gehörte einst Aal Hau. Wenn man bedenkt, was er euch und dem Rest des Ordens angetan hat, ist der Verlust ihres Landes vermutlich das geringste Problem seiner Familie. Wer hat hier das Sagen? Varel, der Truchsess. Soweit ich weiß, ist er der Seneschall der Festung und arbeitet für die Wächter. Die dunkle Brut hat aus dem Hinterhalt angegriffen. Das ist ausgesprochen ungewöhnlich. Naja, eigentlich ist es nicht so ungewöhnlich. Eigentlich haben wir im ersten Teil schon herausgefunden, dass sie eine Kultur haben und so intelligenzfähig sind. Naja, egal. Dies ist keine Verderbnis und doch sind sie so gut organisiert. Ich verstehe das nicht. Möglicherweise werden sie von etwas anderem angeführt. Ihr meint von etwas anderem als einem Erzdämon?
Das ist eine beängstigende Vorstellung. Eure Fähigkeiten mit dem Schwert sind beeindruckend. Ihr seid keine einfache Führerin, oder? Oh, entschuldigt, Kommandant. Ich hatte angenommen, wir würden uns gebührend vorstellen, wenn wir in der Festung sind. Mein Name ist Myri. Bis ich vor einem Monat rekrutiert wurde, gehörte ich den königlichen Rittern an. Ich habe allerdings meinen Beitritt noch nicht vollzogen. Der Truchsess hat mich ausgesandt, um euch zurückzubringen. Das hier hatte ich allerdings nicht erwartet. Lasst uns weitergehen. Sehr gut. Erteilen wir diesen dreckigen Bastarden eine Lektion. Okay. Codex-Eintrag. Habe ich meine Items noch? Ja, sehr gut. Tagebuch. Wiegels Wacht. Der Angriff auf Wiegels Wacht. Besiege die angreifende dunkle Brut. Wiegels Wacht, die Festung der grauen Wächter, wird von der dunklen Brut angegriffen. Bahne dir einen Weg in die Festung und vernichte die Truppen der dunklen Brut. Okay. Absolvierte Quests. Einmal Codex. Duken. Ah, wo ist sie denn? Ganz unten ist sie auch nicht. Morgan, Morgan, Myri. Bevor sich Myri bereit erklärte, den grauen Wächtern beizutreten, war sie eine Ritterin in der Armee Fereldens. Da sie sich keine größere Ehre und keinen besseren Weg vorstellen kann, ihrem Land zu dienen, ist sie begierig darauf, sich dem Beitrittsritual zu unterziehen. Okay. Können wir nochmal irgendwie was über Wiegels Wach vorher machen? Na, vielleicht später. Aufsteigen. Oh, wir haben neue Spezialisierungen. Okay. Geistkrieger und Behüter. Templer, Berserker. Vitalität. Gibt auch neue Fähigkeiten. Okay. Vitalität. Der Charakter hat mit enorm anstrengenden Übungen begonnen, die ihm einen dauerhaften Bonus auf Gesundheit gewähren. Talente gibt es wahrscheinlich auch neue. Ja, hier gibt es auch neue Sachen. Aha, okay. Sie hat Schild. Sturmangriff. Der Charakter greift ein Ziel schnell hintereinander viermal an. Verursacht dabei allerdings bei Treffern nicht den vollen Schaden. Verfügt der Charakter über Schildbeherrschung, steigt der Schaden mit jedem Treffer. Moloch. Solange dieser Modus aktiv ist und sich der Charakter bewegt, ist dieser dank seiner enormen Physis in der Lage, sämtliche Gegner zur Seite zu stoßen, die seinen Weg kreuzen. Jeder zur Seite gestoßene Gegner kostet den Charakter eine geringe Menge Ausdauer. Oh, okay. Todesstoß. Mit jedem Gegner, der durch die Hand des Kriegers fällt, scheint das Ende des Kampfes näher zu kommen. Durch dieses Empfinden wird ein Teil der Ausdauer des Kriegers wiederhergestellt. Okay. Warum ist da jetzt noch so ein Ding? Okay. Alte Luft. Der Krieger hat durch lange Jahre des Trainings Zugriff auf gewaltige Energiereserven erhalten, die augenblicklich nahezu seine gesamte Ausdauer wiederherstellen. Schicksal der Schwachen. Der Krieger führt einen mächtigen Hieb aus, der darauf abzielt, die schwächsten Gegner auszuschalten. Ist der Angriff erfolgreich, wird ein Ziel mit einem normalen oder niedrigeren Rang automatisch getötet. Ein Elite-Ziel erleidet einen doppelten kritischen Treffer, ein Boss einen normalen kritischen Treffer. Okay. Gut. Huh?
es ist einfach umgefallen. Willst du wirklich nicht überleben? Ja. Natürlich. Okay. Was habe ich hier? Kräfte sammeln, okay. Uns droht weiterer Ärger. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir vielleicht irgendwelche Leute retten können hier. Wir gehen uns wirklich nie aus. Das ist aber nicht so schön. Super. Hey, hoppla! Los geht's. Gut, wir müssen siegen! Hat irgendjemand daran gezweifelt? Okay, wir sind hier in der Burg. Wir müssen jetzt irgendwie gucken. Warte mal. Natürlich. Los geht's. Für dich gibt es keine Gnade. Ja. Dem Erbauer sei Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Bin schon unterwegs. Ja. Los geht's. Okay, so weit kann ich nicht gucken. Bereit. Ach was, noch mehr dunkle Brut? Bin schon unterwegs. So, den werde ich mal ganz kurz heilen zwischendurch. Bin schon unterwegs. Bringt ihr es hinter uns, Männer, ja? Schickt sie zu mir. Natürlich. Ja. Na komm schon. Ja, der wartet jetzt da. Will ich mal kurz die Sachen einsammeln hier? Ich loote hier Sachen und derweil werden Leute abgeschlachtet. Aber so viel Zeit muss sein. Blutlot, das ist auch neu, glaube ich. Und dieser Ausdauertrank von eben ist auch neu. Okay, da sind wir wieder.
erstmal hier unten lang. Aha, siehst du. Ja, Kommandant. Ja. Ich glaube, ich sei erledigt. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Ausdauertrank. Okay. Dann, wenn ich dann mal die Treppe treffe, unsichtbare Wand. Oh oh. Aua. Ja. Oh, da ist ein Magier. Okay, dann den zuerst. Zu Befehl. Oh. Einfach umgefallen. Die dunkle Brut ist überall. Mhm, das stimmt wohl. Wo gehe ich nur hin? Natürlich. Oh, seht nur, es will kämpfen! Oh, seht nur, es will kämpfen! Willst du wirklich nicht mehr leben? Schnell! Wir müssen zuschlagen! Nicht übel! Bin schon unterwegs. Ich werde nicht scheitern! Oh oh, der ist ja schon fast down hier. Oh nein. Hä? Ja. Zurück, sobald es sicher ist, Sir. Alles klärchen. Okay, ich schätze mal, wir müssen in die Festung rein. Huh? Mairi, was machst du denn da? Ich kläre das schon. Oh, eine schöne Schmiede hier, aber. Nein. Vielleicht später.
Verwundeter Soldat, kann ich die heilen? Hallo? Ah, diese Schmerzen! Hä? Aber sie leben noch. Das ist schon mal viel wert. In den Bereich von Vigils Wacht. Unfassbar. Die Festung wurde überrannt. Ich verstehe nicht, wieso die Wächter nicht gespürt haben, dass die dunkle Brut kommt. Hier geht eindeutig etwas Merkwürdiges vor. Unglaublich, wie effizient die dunkle Brut bei dem Überfall auf die Festung vorgegangen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Kreaturen dazu in der Lage sind. Ich werde ja eure Hilfe brauchen. Natürlich, Kommandant. Ihr könnt auf mich zählen. Okay. Myri stimmt zu. Okay. Kampfmagier. Das mache ich, glaube ich, später erst. Geist ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Totenruf. Der Zaubernde beschwört aus dem Leichnam eines Gegners ein Skelett herauf, das kurzzeitig an der Seite der Gruppe kämpft. Da es jedoch nur eine Marionette seines Meisters ist, wird es ohne direkten Befehl weder Talente noch Zauber einsetzen. Okay. Da muss ich mal ganz kurz gucken hier. Ja, ich muss vielleicht auch mal gucken, was ich hier rausschmeiße, was ich überhaupt benutze und was nicht. Todessorg. Ja. Wandelnde Bombe habe ich auch, glaube ich, noch nie eingesetzt, ehrlich gesagt. Müsste ich, glaube ich, auch mal machen. So, ich glaube, das ist einigermaßen in Ordnung. Wow, okay. Bin schon unterwegs. In die Schlacht! Los geht's. Hat's geklappt? Nee. Geht das nur bei Menschen oder wie? Weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich eigentlich lang muss. Oh. Ja.
Das war ich nicht. Hey, euch kenne ich doch aus dem Zirkel. Ja, ich weiß, was man über mich sagt, aber das hier ist nicht mein Werk. Also, ich bin keineswegs unglücklich darüber, dass sie tot sind. Es war wirklich zu komisch, welche Geräusche Biff beim Sterben gemacht hat. Okay. Ihr mochtet sie wohl nicht besonders. Schon gut, schon gut. Die meisten Leute genießen es natürlich, morgens durch Tritte gegen den Kopf geweckt zu werden. Ich bin einfach viel zu anspruchsvoll. Mein Name ist Anders, Magier und gesuchter Abtrünniger. Zu euren Diensten. Ein Abtrünniger? In Vigils Wacht? Ihr wart nicht hier, als wir angekommen sind. An eine Frau wie euch würde ich mich mit Sicherheit erinnern. Wir haben hier auf dem Rückweg zum Turm Halt gemacht. Eine kurze Pause, haben sie gesagt. Und jetzt sind sie tot. Eine Schande. Diese Männer waren Templer? Das haben sie zumindest behauptet. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, kann man sich bei so etwas ja nie sicher sein, oder? Die Templer hatten mich geschnappt und wollten mich gerade zurückbringen. Und dann hat die dunkle Brut angegriffen. Das könnte ein Zeichen sein, oder? Ein äußerst praktisches Zeichen, ja. Ja, nicht wahr? Die Wege des Erbauers sind wahrlich unergründlich. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich helfe euch und den Rest besprechen wir später. Nachdem wir diese Bastarde erledigt haben. In Ordnung? Okay. Geistheiler. Ja. Meisterhafte Kräuterkunde, das gewaltige Kräuterwissen des Charakters gestattet eben die Herstellung von Tränken, Umschlägen und Salben der vierten Stufe. Klarheit. Der Charakter hat alte Meditationstechniken erlernt, die ihm einen dauerhaften Bonus auf Mana oder Ausdauer gewähren. Okay. Ja. Das ist doch gut. Geistheiler. Reinigende Aura. Ist dieser Modus aktiv? Strahlt der zaubernde Wellen heilender und reinigender Energie aus, die im Abstand weniger Sekunden einen Teil der Gesundheit aller Verbündeten in seiner Nähe wiederherstellt. Darüber hinaus werden extrem nahe Verbündete von ihren Verletzungen kuriert. Das klingt sehr gut. Er hat in allem irgendwie irgendwas. Hier sind auch neue Sachen. Der Zauberer richtet einen Strom reinigender Energie auf die ausgewählten Verbündeten, wodurch Mana und Ausdauerregeneration kurzzeitig verbessert werden. Das klingt gut. Regeneration. Der Zauberer versorgt einen Verbündeten mit heilsamer Energie, wodurch dessen Gesundheitsregeneration kurzzeitig deutlich beschleunigt wird. Massenverjüngung. Der Zauberer richtet einen Strom reinigender Energie auf alle Gruppenmitglieder, wodurch Mana und Ausdauerregeneration kurzzeitig enorm verbessert werden. Heldenhafte Aura. Der Zauberer beschützt einen Verbündeten mit einer Aura, die einen Großteil der Angriffe mit Distanzgeschossen vorübergehend abwehrt. Heldenhafte Verteidigung. Der Zauberer schirmt einen Verbündeten mit Magie ab, wodurch diesem Boni auf Verteidigung sowie auf Kälte, Elektrizitäts-, Feuer-, Natur- und Geistresistenz gewährt werden. Er muss jedoch ebenfalls einen Abzug auf Erschöpfung in Kauf nehmen, was bedeutet, dass der Einsatz von Talenten oder Zaubern mehr kostet. Ja, weiß ich nicht. Zauberirrlicht. Der Zaubernde erschafft ein Irrlicht, das ihm einen geringen Bonus auf Zauberkraft gewährt, solange dieser Modus aktiv ist. Schmiere. Der Zauberer erschafft eine Schmierschicht, die alle verlangsamt, die sich darauf bewegen und sie außerdem ausrutschen lässt, wenn sie bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstands... weiß ich nicht. Will ich ihm noch ein paar Angriffssachen geben?
kriegt noch Schneesturm. Siegel der Lähmung. Der Zaubernde zeichnet ein Siegel auf den Boden, das den ersten Gegner, der den Wirkungsbereich betritt, lähmt, wenn er bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft scheitert. Ein einzelner Zaubernder kann nur eine gewisse Anzahl an Siegeln der Lähmung gleichzeitig aufrechterhalten. Siegel des Schutzes. Der Zaubernde zeichnet ein Siegel auf den Boden, das nahen Verbündeten Boni auf Verteidigung, mentale Widerstandskraft und Gegendistanzgeschosse verleiht. Siegel des Rückstoßes. Der Zaubernde zeichnet ein seltsames Siegel auf den Boden, das alle Gegner zurückwirft, die bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern. Okay. Dann gucken wir mal, ob hier noch irgendwas rumliegt, was nützlich sein könnte. Ich komme gerade an. Schon unterwegs. Bringt euch in Sicherheit! Schnell! Die Überlebenden von Vigils Wacht. Finde Überlebende des Angriffs. Du hast einen Überlebenden des Angriffs auf Vigils Wacht gefunden. Suche nach weiteren Überlebenden und rette sie. Ich hoffe, ich finde alle. Da geht's weiter, aber da war ja noch irgendwie dieses Tor. Ja. Das ist schlecht. Bin ich doof? Vielleicht. Tja, dann erstmal nicht. Hinein in die gute Stube. Okay, das ist wichtig. Der Magier muss weg. Ich glaube, ich hätte die Balliste irgendwie drehen sollen. Dann hätte das geklappt. Ja. Aber ich war mal wieder zu doof. Kann ich eigentlich irgendwelche Leute ausrüsten schon?
Mit Dingen. Das ist alles, glaube ich, zu... Dann nehmen wir das. Ja, seins finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Oh, jetzt haben wir aber Angst. Bleibt ja, wo ihr seid. Ha! Wow. Um uns zu töten, braucht es mehr als das, ihr Bestien. Kommt ruhig wieder, wenn ihr euch traut. Das war cool. Wartet. Ja. Okay. Soll ich jetzt dem Bombenleger hinterher oder soll ich sagen? Bringt euch in Sicherheit, schnell! Der Erbauer segne euch. Die hätte ich aber sehen, wenn sie nicht geschrien hätte. Ja. Nee, warte mal. Das machen wir so. Ja, Kommandant. Bin schon unterwegs. Wo gehe ich nur hin? Das klappt nicht. Die dunkle Brut vernichtet alles in Sichtweite. Darum sollten wir uns kümmern. Okay.
ein Grund, mich anzuschreien. Oh. Hoppala. Warte mal. Also, wo muss ich denn eigentlich hin? Da geht's, glaube ich, weiter. Also gehe ich erstmal hier hin. Das wäre da. Das ist ein bisschen sehr weit. Schnell, bringt euch in Sicherheit. Mauer sei Dank. Bin schon unterwegs. Looten ist wichtig. Na, meine Taschen sind aber auch nicht mehr so leer. Warte mal. Okay, da und da. Da geht's nicht mehr weiter. Also hier. Ja. Jemand. Was ist? Gib mir ein Zeichen. Nichts. Sicherheit. Die Überlebenden von Vigils Wacht. Du hast so viele Überlebende des Angriffs auf Vigils Wacht gerettet, wie du konntest. Das bedeutet aber nicht, dass ich alle retten konnte. Ganz schön viele Türen und Räume und sowas. Schönes Bild. Naja, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mir das nachher mal angucken, in aller Ruhe. Bin schon unterwegs. Ja. Aber irgendeine Rezeptur oder sowas. Ja, es war einfach ganz lapidar, so ein Winkte. Ach was, noch? Okay, erstmal ganz entspannt. Was haben wir denn hier überhaupt? Ogryn geht's gut, das ist ein Magier, also der zuerst. Das machen wir hier, okay. Mehr dunkle Brut! Der Magier ist weg. Ogryn braucht Heilung. Der Alpha, ja, das ist gut. Nennt mir ein Ziel. Teil mag ich am liebsten. Thank you.
Schon dabei. Los, gib mir ein Zeichen. Was muss ausgelöscht werden? Wie amüsant! Erledigen wir sie! Nimm das! Meine Zauber sind bereit. Ja. Wir haben gesiegt! Aha, da seid ihr. Als die dunkle Brut aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, wartet nur ab, bis der neue Kommandant hier auftaucht. Dann kriegt ihr alle einen gewaltigen Tritt in den Arsch. Ich bin einfach den Schreien gefolgt. Und da seid ihr schon. Sehr schön. Ogryn, was macht ihr denn hier? Da traut ihr euren Augen nicht, was? Nach dem 5. oder 6. Krug geht es mir auch immer so. Na. Dachte, es sei eine gute Idee, es mal als ehrenhafter grauer Wächter zu versuchen, also bin ich hier. Er war hier, als ich aufgebrochen bin. Ich kann nicht glauben, dass die Wächter ihn nicht rausgeworfen haben. Hey, wenn das nicht diese knackige Rekrutin ist. Oh Mann. Oh ja, er ist eindeutig eine Zierde für die Wächter. Ich weiß, es ist zu gut, um wahr zu sein. Hey, wer ist denn der Magier? Euer Freund, soll ich euch zwei vielleicht allein lassen? Beeindruckend, ein Zwerg, der wie eine ganze Brauerei riecht. So etwas bekommt man nirgendwo sonst zu sehen. Oho, ein Magier und Komödiant. Diese Kombination wird normalerweise nur selten besonders alt. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ja, das stimmt. Aber ihr wisst hoffentlich, dass der Beitritt zu den Grauen Wächtern auch Risiken birgt, oder? Das ist nicht nur positiv. Es ist auch riskant, morgens aufzustehen. Ich scheiß auf die Risiken. Ich bin mir sicher, die Risiken könnten sich nichts Schöneres vorstellen. Ist egal. Jetzt ist erstmal diese dunkle Brut wichtig. Sie verlangt dringend nach einer scharfen Klinge. Stimmt. Ogryn ist wieder da. Ja, so schön. Mein Ogryn. Ja, das mache ich, glaube ich, auch später. Vitalität. Der Charakter hat mit enorm anstrengenden Übungen begonnen, die ihm einen dauerhaften Bonus auf Gesundheit gewähren. Das kann ich gut gebrauchen. Benötigt Level 24. Das ist doof. Was ist das? Runenherstellung. Runenherstellung hat eher was mit Magie zu tun, oder? Aber Zwerge sind in der Welt von Thedas das fortschrittlichste Volk, wenn es um Technologien geht. Also wäre schon cool, wenn er das macht, auch mit dem Hammer und so. Ich glaube, für ihn ist aber Überleben auch ganz gut. Auch da kann ich eh nicht so viel reinmachen. Präzise betonte Übertragung alter Symbole erlernen und kann nun detailreiche Runen der zweiten Stufe herstellen. Ich finde es irgendwie schön, wenn er das macht. So, Talente. Zweihändig. Ja. Kritischer Schlag. Der Charakter führt einen einzelnen heftigen Schlag gegen das Ziel aus. Trifft er seinen Gegner, erzielt er automatisch einen kritischen Treffer, der das Ziel vernichten kann, wenn dessen Gesundheit niedrig genug ist. Zweihändiger Streich. Der Charakter schwingt eine zweihändige Waffe in einem gewaltigen Bogen gegen seine Gegner. Werden sie getroffen, erleiden sie normalen Schaden und werden zu Boden geworfen, wenn sie bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern. Das sind auch neue Talente hier. Stürmischer Schlag. Der Charakter führt einen gewaltigen Hieb gegen alle Gegner in einem kegelförmigen Bereich aus. Ups.
Während das Hauptziel dadurch einen kritischen Treffer erleidet, verursacht der Hieb bei allen anderen Gegnern innerhalb des Kegels normalen Schaden. Betroffene Gegner, die bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern, werden darüber hinaus zu Boden geworfen. Heute lese ich sehr schlecht, muss ich sagen. Zweihändiger Einschlag. In diesem Modus erzeugt der Charakter mit jedem Schlag seines schweren Zweihänders eine Schockwelle, die auch andere Gegner in der Nähe des Ziels Schaden zufügt. Dieser Modus verbraucht beständig Ausdauer. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Zweite Luft. Widerstandsfähigkeit. Der Berserker kann die Macht seines Zorns jetzt besser lenken und erhält dadurch einen Bonus auf Gesundheitsregeneration, solange Kampfrausch aktiv ist. Zusätzlich erhält er einen generellen Bonus auf Naturresistenz. Das klingt gut. Zurückhaltung. Der Berserker hat gelernt, während der Raserei die Kontrolle über sich zu behalten, wodurch sein Abzug auf Ausdauerregeneration verringert wird. Letzter Streich. Der Berserker legt seine gesamte Ausdauer in einen einzigen Schlag und verursacht bei einem Treffer proportional zur verlorenen Ausdauer zusätzlichen Schaden. Okay, präziser Schlag. In diesem Modus verursacht der Krieger mit jedem Schlag erfolgreich. Versucht der Krieger mit jedem Schlag erfolgreich zu sein, indem er zu Lasten der Angriffsgeschwindigkeit einen Bonus auf seinen Angriff sowie eine erhöhte Chance auf kritische Treffer erhält. Verhöhnen. Ja, das war jetzt sehr viel, aber auch sehr praktisch. Haben wir irgendwas? Ja, Bücher. Rezepte. Wo geht's da lang? Da geht's natürlich. Ist da noch irgendwas? Nee. Da habe ich aber irgendwas übersehen, glaube ich. So, warte mal. Inventar. Ogryn. Irgendwas, was besser ist? Nee, wahrscheinlich nicht. Schade, er hat auch nicht mehr die Sachen, die ich ihm damals gegeben habe, leider. Die sind damit verloren gegangen, leider. Das ist natürlich schade jetzt. Wir haben die Sturmjägers. Ja. Das finde ich gut. Helm der Legion. Der Legion? Habe ich ihm die angezogen? Oder war er jetzt bei der Legion? Was ist für die Gewissenhaftigkeit? Mühsal. Kadesh. Zwar weniger Rüstung, aber hat ziemlich geile Boni, finde ich. Dann nehme ich die. Rüstung. Willenskraft. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was Willenskraft bei Kriegern macht. Kriegern und Schurken verleiht ein höherer Willenskraftwert mehr Ausdauer. Ja, das ist dann gut. Ja, okay. Hat ich irgendwas, was für ihn ganz cool ist? Schmiedeherz. Geschicklichkeit weniger, aber 20% Feuerresistenz. Kraftkondition. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Einer für den Graben. Konsti, körperlich. Ja, okay, dann ist das erstmal ganz gut. Weiter im Text. Hä? Huh? Natürlich. Nein, vielleicht
unzureichend. Bin schon unterwegs. Oh. Mairi? Roland! Kommandant, Roland wurde wie ich aus den Rittern Denerims rekrutiert. Wir müssen ihm helfen. Es scheint zu spät für heilende Magie zu sein. Was haltet ihr von einem Schnaps gegen die Schmerzen? Ich mag eure Denkweise. Hört mit euren Witzen auf. Das ist nicht lustig. Der Kommandant? Wie schwer sind seine Verletzungen? Ich glaube, er wurde vergiftet. Es gab so gut wie keine Vorwarnung für den Angriff, Kommandant. Der Truchsess hat einen Gegenangriff befohlen. Aber sie kam einfach aus dem Nichts. Unter der dunklen Brut ist eine Kreatur, die sprechen kann. Sie verfügt über mächtige Magie. Sprechende dunkle Brut? Der Junge fantasiert. Irgendetwas ist in meinem Blut. Es tut so weh. Naja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube bei Origins, also da wurde auch gesagt, dass vor allem die Magier der dunklen Brut in ganz seltenen Fällen sogar die Fähigkeit haben können zu sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich glaube, das wurde damals auch schon gesagt. Aber es ist halt sehr selten. Haltet durch, Roland. Es war eine Ehre, euch zu begegnen, Kommandant. Oh, ich wünschte nur, ich hätte an eurer Seite kämpfen können. Ich werde euch rächen, Roland. Ich schwöre es. Schade. Ich dachte, Magie kann alles hinkriegen. Ja. Hey. Warte, was haben wir hier? Genlock. Das mache ich hier. Das. Spüre was? Dunkle Brut! Ja. Wenn ich mit dir fertig bin, zieht sich ein hübscher roter Nebel auf den Boden. Die Orkren immer ausrastet. Was ist das? Das weiß ich nicht. Herlock. Okay, der. Kann ich die da hinten sehen? Nein, das ist schlecht. Anders ist unterwegs. Ich bin hier. Ich bin schon unterwegs. Ah, oh Mist. Oh, warte mal. Ganz gepflegt. Ja, schnell es mir möglich ist. Und dann neu. Planen, bitte. Du den. Los, gib mir ein Zeichen. Ich bin schon unterwegs. Ganz Sutsche hier. Okay, ich kann nicht sprechen, weil da hinten noch Leute sind. Okay. Gut, ich bin dabei. Ich zeige euch, warum Magier so gefürchtet sind. So. Erstmal looten. Die Tasche wird definitiv gleich irgendwann voll sein. Das ist nicht so gut. Das mache ich mal weg. Das geht mir ein bisschen auf den Keks. Ich weiß, es ist nützlich, aber ich bin pingelig.
Ja. Ich mag halt nicht so gerne Lichteffekte oder so Neon-Flacker-Dings-Bums. Was in vielen Spielen ist. Los. Macht sowas, wenn ich an aus. Was haben wir hier für Leute? Geht's. Schon dabei. Das hält mich nicht auf! Bin schon unterwegs. Zerstörerischen Kräfte der Natur, du hast höchstens Eismagie. Und das war's. Also, Elemente würde ich das noch nicht nennen. Und Natur ist es auch nicht wirklich. Das wäre halt eher so Steinangriff. Bin schon unterwegs. Naja. Hä? Oh, Taschen werden immer voller. Natürlich. Ich speichere deshalb so oft, weil meine Version des Spiels leider sehr häufig abstürzt. Ich habe auch gehört, dass bei anderen nicht so ist. Es ist so gekommen, wie er es vorausgesagt hatte. Er? Nimm diesen hier mit und behandle ihn gut. Wir wünschen nicht mehr Tod, als notwendig ist. Mhm. Notwendig? Als hätte eure Art jemals etwas anderes getan. Ihr denkt also, ihr kennt unsere Art, Mensch? Ja, das ist verständlich. Aber es wird sich schon bald ändern. Andere werden kommen, Bestie. Sie werden euch aufhalten. Da ist er. Ihr habt offenbar recht. Mehr als ihr ahnt. Das Ding spricht? Na, dann bringen wir es wieder zum Schweigen. Kommandant. Nehmt den grauen Wächter gefangen. Die anderen könnt ihr töten. Okay, der Verzerrte. Soll ich erst den machen oder erst die Kleinen? Ich glaube, ich mache erstmal die Kleinen. Ich kann jetzt nicht mehr... Okay, was machen wir? Noch mehr dunkle Brut. Den greifen die an, den. Dann machen wir den. Ist das dein Ernst? Das ist doch ein Witz! Schon unterwegs. Ich an eurer Stelle würde fliehen. Das ist deine Gnade. Ja. Schon unterwegs. Versuch!
Wir haben gesiegt! Ich schulde euch mein Leben, Kommandant. Leuchte. Soldaten auf der Straße. Wir bekommen offenbar weitere Gesellschaft. Ich hoffe nur, sie sind freundlicher als unsere letzten Gäste. Der König, König Alistair. Oh, wow. Ist er immer noch böse mit mir? Scheint, als käme ich etwas zu spät. Ein Jammer. Ich vermisse diese ganze Sache mit der Jagd auf die dunkle Brut. König Alistair. Ich hatte eigentlich vor, die Wächter offiziell willkommen zu heißen. Das hier hatte ich allerdings nicht erwartet. Wie ist die Lage? Die verbliebene dunkle Brut ist geflohen, Euer Majestät. Die grauen Wächter aus Orlais sind entweder tot oder werden vermisst. Vermisst? Wollt ihr damit sagen, sie wurden von der dunklen Brut verschleppt? Ist das überhaupt ihre Art? Ich weiß es nicht, Euer Majestät. Ich weiß nur, dass wir nicht alle Wächter ausfindig machen konnten. Ich verstehe. Aber zumindest ist der Held von Ferelden noch hier und am Leben. Immerhin ein Lichtblick, nicht wahr? Es geht mir gut, Alistair. Aber das hier verkompliziert die Dinge. Das ist leicht untertrieben, meint ihr nicht? Vor euch liegt eine gewaltige Aufgabe. Ich würde euch im Kampf gegen die dunkle Brut wirklich gerne unterstützen. Aber für den Moment seid ihr auf euch gestellt. Ach, und was bin ich? Gehackte Nackleber? Dem Geruch nach zu urteilen, wäre das durchaus möglich. Ich kam hierher, um mich den grauen Wächtern anzuschließen, und es sieht aus, als könntet ihr meine Hilfe gut gebrauchen. Also, wo ist dieser riesige Krug? Ich nehme einen Schluck. Ja, das finde ich richtig toll, dass ich meinen Freund wieder dabei habe. Aber viele Leute denken, dass es halt was ganz Tolles ist, ein grauer Wächter zu sein. Es hat halt wirklich negative Aspekte. Und man stirbt viel, viel früher und auf eine sehr grausame Art und Weise. Man verwandelt sich halt irgendwann. Und eigentlich will ich das niemandem wirklich antun. Aber die Wächter sind weg, die meisten. Wir müssen den Orden wieder aufbauen. Ihr seid uns willkommen. Da brat mir doch einer einen Nack. Ich bin dabei. Ich nehme an, in diesen schweren Zeiten ist uns jeder willkommen. Ihr tretet also den Wächtern bei? Na dann, viel Glück. König Alistair, Vorsicht, Euer Majestät. Dieser Mann ist ein gefährlicher Krimineller. Nun, der Zwerg mag vielleicht ein wenig hitzköpfig sein, aber soweit. Sie meint mich. Er ist ein Abtrünniger, den wir gerade zum Zirkel zurückbringen wollten. Dort erwartet ihn seine gerechte Strafe. Ach bitte, was versteht ihr und euresgleichen schon von Gerechtigkeit? Außerdem werde ich ohnehin entkommen. Niemals. Für das, was ihr hier getan habt, werdet ihr hängen, Mörder. Mörder? Aber diese Templer waren... Ach, was soll's. Ihr würdet mir ja sowieso nicht glauben. Es scheint, als sei hier alles gesagt. Außer, ihr hättet noch etwas hinzuzufügen, Kommandant? Ich find's ein bisschen schade, dass das, was ich am Ende von Origins für den Zirkel erreichen konnte, hier nicht übernommen wurde. Ich habe ja entschieden, dass der Zirkel sich selbstständig verwalten darf, also sich selbst organisiert, ohne Kirche, ohne Templer und sowas. Und offensichtlich ist meine Entscheidung diesbezüglich der Welt und Ferelden nicht übernommen worden. Finde ich schade. Aber ja, so ist es halt. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Das habe ich. Ich rekrutiere diesen Mann für die Grauen Wächter. Was? Niemals! Wenn ich mich nicht irre, können sich die Grauen Wächter noch immer auf ihr Konskriptionsrecht berufen, nicht wahr? Ich gestatte es. Wenn Eure Majestät es so wünscht. Ha! Gut gemacht, Kleiner! Willkommen an Bord!
Ich? Ein grauer Wächter? Nun, warum eigentlich nicht? Mein Glückwunsch, Sir Magier. Ich freue mich darauf, an eurer Seite zu kämpfen. Nun denn, wenn ihr hier alles unter Kontrolle habt, muss ich mich nun leider verabschieden. Ja, ich denke, das Anwesen wurde gesichert. Wir haben große Verluste erlitten, aber die dunkle Brut ist fort und es gibt Überlebende. Oh, verzeiht meine Manieren. Ich bin Varel, Truchsess von Vigils Wacht. Und ich bin euch dankbar, dass ihr uns noch rechtzeitig zu Hilfe gekommen seid, Kommandant. Ich werde euch dabei helfen, über die Ländereien Amaranthines zu herrschen. Ihr sagtet, es gäbe Überlebende? Einige der Soldaten und Bediensteten der Wacht haben es geschafft. Von den Wächtern aus Orlais hat allerdings keiner überlebt. Wir sollten uns möglichst bald unterhalten. Es gibt vieles zu besprechen, unter anderem auch den Beitritt. Ihr werdet eure Reihen aufstocken müssen. Obwohl der Orden derartig geschwächt ist, liegt die Sicherheit Fereldens nun in den Händen der Grauen Wächter. Es ist an euch, die letzten Spuren der Verderbnis zu beseitigen, bevor die Situation außer Kontrolle gerät. Es ist keine leichte Aufgabe, aber ich bin überzeugt, dass ihr ihr gewachsen seid. Viel Glück, Kommandant. Möge der Erbauer über euch wachen. No. So schön, dass sie wieder Freunde sind. Bevor wir irgendetwas anderes tun, Kommandant, müssen wir uns einer dringenden Angelegenheit widmen. Im Augenblick weiß ich nur von einem lebenden Wächter, der für ganz Ferelden verantwortlich ist. Dieser Zustand sollte sich dringend ändern. Die anderen könnten euch eine große Hilfe sein. Dann lasst uns mit dem Beitritt beginnen. Wie ihr wünscht, Kommandant. Es ist nun Zeit, mit dem Beitritt zu beginnen. Ich werde die Worte sprechen, die seit dem allerersten Ritual gesagt wurden. Tretet uns bei, Brüder und Schwestern. Kommt zu uns in den Schatten, wo wir wachsam warten. Tretet uns bei und tragt mit uns die Bürde, die getragen werden muss. Und solltet ihr fallen, so wisset, dass euer Opfer nicht vergessen wird und dass wir eines Tages zu euch kommen werden. Von diesem Moment an seid ihr, Orgrin, ein grauer Wächter. Was soll das denn sein, dieser Fingerhut? Wollt ihr damit etwa auf meine Größe anspielen, hä? Das ist der Kelch, den wir immer verwenden. Tatsächlich? Nicht übel. Der Erbauer stehe uns bei. Von diesem Moment an seid ihr, anders, ein grauer Wächter. Wir müssen also das Blut der dunklen Brut trinken? Das ist alles? Das ist alles, ja. Nun gut. Aber wenn ich in 2 Wochen auf einem Schiff nach Rivain wieder aufwache, nur mit Unterwäsche bekleidet und einer Tätowierung auf der Stirn, dann mache ich euch dafür verantwortlich. Er lebt, Kommandant, und wird in Kürze erwachen. Von diesem Moment an seid ihr, Mairi, ein grauer Wächter. Ich habe diesen Augenblick herbeigesehnt. Vergib mir, Mairi. Möge nun der Erbauer über euch wachen. Arme Mairi. Öffnet die Türen! Der Kommandant muss den Zugang zu den tiefen Wegen kennen. Da ist vielleicht ihre Basis. Die Wächter sollen also einem Gerücht nachjagen? Auch wenn es wahr ist, solange der Pilgerpfad nicht wieder frei ist, wenn ihr eure Armee versammelt habt, werden sie abgesehen von ihren Schuhsohlen nichts zu essen haben. Garavel, Woolsey,
Der Kommandant hat einen anstrengenden Tag hinter sich. Wohl sie sagt, einige Händler seien der dunklen Brut entkommen. Bei ihnen könnt ihr eure Vorräte zu vernünftigen Preisen wieder aufstocken. Außerdem steht die Wacht zu eurer Verfügung. Nehmt euch die Waffen und Rüstungen, die ihr benötigt. Wir werden euch erwarten, wenn ihr soweit seid. Okay. Aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.